今、日本での学生運動というのは、党派に指導された学生運動と、そうではなくて、独立して個人なんかが集まってやっている運動が、あると思います。で、僕はその個人個人で、党派に属さない学生がやっている運動の方に参加しています。しかし、日本の学生運動は、党派もそうだし、無党派もそうなんですが、非常に、沈滞した、学生運動はどんどん、小さくなっている状況にあります。日本での学生運動というのは、1960年代、70年代に、高揚期があったのですが、その後基本的には、どんどん小さくなる方向になっています。Die japanische Studentenrevolte ist ein Sonderfall des globalen Ereignisses 1968. In keinem anderen Land konnte sich die Bewegung auf eine theoretisch und organisatorisch voll entwickelte neue Linke stützen. Deren Genese hatte 8 Jahre zuvor während einer Protestwelle gegen die Verlängerung des für die Kriege in Korea und Vietnam bedeutsamen US-japanischen Militärbündnisses eingesetzt. Die Niederlage der Friedensbewegung resultierte für die Studierenden in einer Phase der Analyse und Kritik. Als sie im Zusammenhang der 68er-Revolte wieder in Erscheinung traten, taten sie dies mit der organisatorischen Vielfalt einer heterogenen neuen Linken, die sich ihrer Ängste, Wünsche und Ziele bewusst geworden war und sie mit Vehemenz artikulierte. Im kollektiven Gedächtnis haben sich vor allem die zu Festungen ausgebauten Universitäten und die mit Bauarbeiterhelmen und Stöcken bewaffneten Studierenden verewigt. Auf dem Höhepunkt der Proteste organisierte sich mehr als die Hälfte aller japanischen Studierenden in den sogenannten Allgemeinen Universitätskampfkomitees, den Senkyoto. 110 der 489 japanischen Universitäten waren besetzt oder verzeichneten Unruhen. Mehrfach wurden strategische Knotenpunkte unter blutigen Auseinandersetzungen mit der Polizei gestürmt, um die Bereitstellung der für den Vietnamkrieg notwendigen Logistik durch Japan zu behindern. Inhaltlich verknüpften sich friedenspolitische Motivationen und eine antiimperialistische, vor allem gegen die USA gerichtete Haltung mit der Unterstützung der revolutionären Arbeiterbewegung und einer Problematisierung der Funktion des Studenten für den Fortbestand des japanischen Kapitalismus und die aus ihm resultierende Entfremdung des Individuums. Für die Studierenden hieß Letzteres, die Hochschulen als Instrumente der bestehenden Klassengesellschaft in den Händen der Herrschenden und des Kapitals zu erkennen und zu zerschlagen. Bezeichnend für die Entwicklung der Studentenbewegung war die resolute Haltung der offiziellen Politik, die stets mit der Ausweitung polizeilicher und juristischer Befugnisse reagierte. 1960 endete so mit dem Tod der Studentin Kamba Michiko, 1968 mit der zweitägigen Schlacht um den Todai-Campus, Massenverhaftungen an den Hochschulen und potenzierter Kontrolle des universitären und öffentlichen Raumes. In Japan lag die Entwicklung der deutschen 70er Jahre, die extensive Rezeption linker Theorie und die praktische Zersplitterung und Ausdifferenzierung der neuen Linken in der Zeit von 1960 bis 1968. Statt eines Marsches durch die Institutionen folgte darauf mehrheitlich ein schleichender Rückzug ins Private und die Resignation über die erstickten Träume und Erwartungen. しかし、小さくなりつつも、いろんな重要な問題に学生たちはいろんな形で、参加しています。例えば、現状で言うと、特に、僕の住んでいる北海道ではそれほど大きくはないのですが、関西や関東では、差別との戦いや、反戦、戦争に対する、戦い、いろんな形で貧困に対する戦いなど、いろんな、形で、各個人が取り組んでいます。日本の学生運動の、21世紀になってからの大きな課題というのが、一つ、国立大学が法人化されて、やや、民営化とまでは言いませんが、少し、そういう方向に動き始めています。その中で、その学生が今まで自由に、活動できたサークル活動やいろんな、活動が、どんどん、
抑圧されてきています。自由な場所であったサークル会館や、学生寮、そういったものに、さまざまな、規則などを押し付けて、学生の自由な活動を阻害しようとしています。典型的な例で言うと、東京大学、一番日本で有名な大学ですね、そこの、学生寮が、2002年に潰されたこともありました。またその山形大学という大学では2002年頃に学生寮を潰されました。そして2006年東北大学の学生寮も潰されました。こういった場所で私はその寮を潰すな、それは学生の自由な活動を阻害するものでもあるし、貧しい学生が、大学に行くことを保障する機能を持った寮を潰すということは、大学を、金持ちの一部の特権的な一部の人間だけに、開かれたものに変えていくという非常に犯罪的な行為だと考えているので、そういったものに、戦いを、挑みました。日本の、左翼がなぜヘルメットをかぶっているか、これは、1960年代に炭鉱の労働者が、会社と、数万人規模でぶつかり合うという、労働者と資本の、戦いがありました。その時に、労働者は、自らのヘルメットをかぶって、企業に雇われた暴力団やあるいは警察と対抗するために身を守るために、ヘルメットをかぶっていました。Der Bergarbeiterstreik in Miike 1959-60 war der größte Arbeitskampf der japanischen Nachkriegsgeschichte. Während der weit über 200 Tage andauernden Auseinandersetzungen um den Erhalt der Arbeitsplätze in den Kohleminen versammelten sich bis zu 40.000 Menschen in der abgelegenen Bergbauregion. Linke Intellektuelle und Studenten aus den Protesten gegen den US-japanischen Sicherheitsvertrag unterstützten die streikenden Arbeiter theoretisch wie praktisch. Trotz heftigster Auseinandersetzungen, die in regelrechte Seeschlachten um die maritimen Zulieferrouten ausuferten, endete der Streik in einer Niederlage. Ausschlaggebend war die 1950 begonnene strukturelle Umstellung des Energiesektors auf die Ölförderung sowie die Gründung einer mit der Unternehmensleitung kooperierenden Gewerkschaft, die eine Spaltung der Arbeiterschaft hervorrief und auch vor Auftragsmorden an Kollegen nicht zurückschreckte. 学生たちはそれに倣って、やはり自分の頭を守ったりとかそういう意味もあるのですが、その戦いのシンボルとしてヘルメットを使っています。しかし、最近日本では、そういうスタイルが、古いものになったと言われていて、あまり、こういうのをかぶってると戦闘的だとか、まるでブラックブロックみたいだみたいな感じで、嫌がられます。しかし僕は、権力と戦うという気持ちというのはしっかり持ち続けたいと思ってるし、何より僕はこのスタイルが好きなので、僕はヘルメットをかぶっています。